So, Freunde, willkommen zurück und... Hä? Warum hat das Triforce Flügel? Egal, ich will danach greifen! Greif danach legen! Greif danach! Gut, egal. Willkommen zurück erstmal zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Zum nächsten Part, keine Ahnung, ob ich den davor in ein oder zwei Teile schnippel oder... Naja, mal sehen. Bam, bam, bam. Wenn ihr artig seid, dann schneide ich nur in ein Part. Dann kriegt ihr eine 30 Minuten lange Folge. Ja, schon wieder ein Mal. Was ich mit der Ocarina erreiche. Ich hoffe ja, dass ich diesmal irgendwie hier so ein bisschen als Minish was unternehmen kann, weil Baum einfach, ne? Weil ich will ja. Genau, weg, Fetti. Der will zum Beispiel vereinen. Jetzt muss ich mal erstmal gucken. Ich will ja versuchen, Rokuli. Also, ich glaube, so heißt auch keiner von euch irgendwie. Naja, okay, das ist. Denke ich nicht meine Rubintasche, oder? Bloß so ein grünes Amulett, irgend so eine Kiste im Nirgendwo. Pff. Naja, gut. Was soll's, besser als gar nicht, ne? So, Oma, du hier, irgendeiner. Du vielleicht, Teri? Nö, der okay, Mock. Na gut, was soll's. Weil ich will noch versuchen, so viele Fragmente wie möglich zu vereinen, um mir die nächste Geldbörse zu holen, weil ich weiß, dass die irgendwie damit was zu tun haben soll. Die Frage ist bloß, wem muss ich das verbinden? Das ist ja, da kannst du ja hier, rate mal mit Rosenthal, das sind ja Zehntausende, mit denen du das machen kannst hier. Na ja, gut. Also ich finde auch wieder mal ein Zelda, wo es schön viele große Gegenden gibt. So, das schiebe ich mal eben, das weiß ich auch noch, was das geht. So, dann machen wir einfach zu eurem Minimus, Tinimus. Dann einmal hier durch. Sind hier welche, die Fragmente vereinen wollen? Du, nö. Die Frau in diesem Haus trinkt nur Milch. Ja, Milch trinken, ne? In der Bar trinkt man ja Milch, ne? Die Milchbeine hab ich halt in Majora's Mask. Kann ich noch da oben hingehen, aber scheint nicht so, als wäre hier... Oh, hier sieht's ja interessant aus. Bist du hier einer, der vereinen will? Nö, willst du vereinen? Ja, der will vereinen. Cool. Ah, oh, walla, du willst Fragmente vereinen, lass uns rausführen. Auch ein grünes. Und natürlich das, was ich am wenigsten habe. Ist ja üblich so für mich, ne? Stadtminisch. Ihr seht schon, die haben jetzt eine blaue Schlumpfenmütze. Okay. Was passiert? Irgendwas Grünes? Ach, wieder wo ist eine Kiste. Hast du... Oh ja, passt doch wunderbar hin. Hoffentlich passiert mir was Gutes. Ja, ja. Hoffentlich passiert dir was Gutes. Muss ich an andere denken. So, du willst auch nicht. Das ist ja Waldmännisch, wa? Die sind alle so schick hier, Mann. Voll cool und so, ne? Ja, total. Ist authentisch. Ah, die Waldmännisch ist gerade zu Besuch. Na dann, hallo, ich begrüße euch. Ich bin jetzt der Neue. Ich komme jetzt öfters. Nee. Ach, wir können hier rüberlaufen. Ist ja cool. Monster. Was wollt ihr denn hier? Tschüss, du blauer Drecksvieh. Deine Mutter. Ah, flup, einfach runtergeschubst, du. Kann ich den runterschubsen? Jo, geil. Was, bam, Schlitz, down, tschüss. Dum, 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 dum. 10 mystische Muschis. Muscheln natürlich. So, da geht's runter. Was ist hier noch irgendwas? Könnt ihr mal wieder mein Staubsauger rausholen, ne? Nee, scheint nicht zu sein. Gut, dann flitzen wir einfach mal hier runter. Nanu, ich könnte spüren, dass da jemand ist. Ist voll Einbildung. Nö, nicht wirklich. Flop! Achtung! Oh, ein Helper, was ich hier will. Hinter ihm. Überfall, Hände hoch. Nanu, es ist doch immer da. Auf einmal bist du hier unten. So geht das nicht. Einfach hier reinkommen und mich erschrecken. Sowas Ungezogenes. Bring her, was du kaufen willst. Kaufe, sonst freust du später. Ey, eine Flasche. Willst du sie haben? Was willst du dafür? Ah ja, Kind, das ist nicht verkäuflich. In der Flasche ist das Futter für meinen süßen Hund. Schnapp zu. Ja, süßer Hund, ne? Süßer Hund, braver Hund. Schnapp zu, klingt gar nicht gut. Wie, du willst die Flasche mitnehmen? Was mache ich nur mit dir? Ich will die haben. Bitte gib sie mir. Gut, dann geh zu meinem Haus und gib dem kleinen Schnapp zu sein Futter. Wie, machst du das selber doch? Dann check ich sie dir. Na, okay. Damit kann ich leben. Oh, sehr gut, bitteschön, vielen Dank. Dum, 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 bring es doch gleich, dem Hund. Ja, können wir gleich machen. Ich habe mein Haus auf deiner Karte markiert, einfach so. Flipp, da ist es, irgendwo am See, da waren wir auch schon mal. Aber da kam ich da noch gar nicht drin. Nee, doch, ich war ja schon mal drin, aber ich konnte mich nicht kleiner machen. Aus irgendwelchen Gründen. Oder habe ich mit dem Hund schon geredet irgendwie? Keine Ahnung. Zack, Mann. Oh, arg. Lass mich in Ruhe, ihr Drecksviecher. Ich hasse diese Teile, warum sind die so schnell? Und so wuselig. So, dann slitschen wir mal wieder raus, wieder rüber ins andere Häuschen, weil hier können wir ja nach unten durchslitschen und mal uns ein bisschen in der City einfach so umgucken als kleiner Minish, Tinish, Linky. Allerdings müssen wir aufgucken, dass wir nirgendwo von wem zertreten werden, weil das wäre jetzt nicht so episch, ne? Einfach mal einer so, der kommt da, oh, da ist ja nix.
und der Link ist tot. So, hier die Katze mit uns spielen. Oh, miau, Fauch. Hä? Oh, miau, voll süße Fauch, aber sie faucht mich an. Aber sie will... Na, frag mal, miau. Probier was aus. Okay, die Katze will Mautz. Ja, das war doch dein Herrchen oder Frauchen bestimmt, oder? Mautz, so heißt doch keine Katze von sich aus. Katzen haben keine Namen. Der einzige zulässige Katzenname ist Chi oder Happy. Den Insider hat bloß ein Anime-Fan kapiert und ansonsten wahrscheinlich auch bloß Happy und Chi kennt sowieso keiner. Egal. Sie passen perfekt. Ja, da ist irgendwo wieder eine Karte aufgetaucht. Andere Katzen, die wild sind, schlagen uns unter Umständen, auch wenn wir Minish sind, für die sind wir dann Spielbeute. So, du willst zaubert irgendwann, oder? Nein, Minish, keine Angst, Würmchen. Ich picke nicht auf dir rum. Besser ist. Irgendwo in Hyrule gibt es eine große Fehler, die dir Anteil hält. Die hältst aber nur auf Aufrichten. Beantworte die Fragen ehrlich. Willst du fragen mal? Oh ja, das habe ich schon oft. Bitteschön. Ching! Und wie heißt das Vieh? Küken. Ja, okay, das ist logisch. Das macht ja Sinn irgendwie, ne? Oh, der nächste Brunnen, der aufgeht. Schön. Das ist doch very... Ich glaube, wir sollten dem Schlossbrunnen wirklich nochmal einen Besuch abstatten, weil kann auch sein, dass da die Tasche verborgen ist. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass woanders ist. Aber gut, ist ja... Vielleicht nur meine Einbildung. So. Einfach mal hier ein bisschen rumslitschen. Vielleicht können wir den Geist irgendwie anpillern. Nö. Der macht ja auch keinen Platz. Ich will da rein. Da ist ein Minish. Will der was von uns? Geh mal weg. Hau mal ab. Ich hab Angst vor Gespenstern. Er sieht zwar drollig aus, aber ich habe trotzdem Angst. Du dich auch? Nö. Sieht doch lustig aus. Wie so ein Buhu halt, ne? Hi, du. Hast du dich schon mal gefragt, warum ich immer hier bin? Es ist, weil ich dich fressen will. Na, war nur ein Scherz. Hab ich dich direkt... nö. Weil er mich fressen will. So was Fieses, ey. So eine Gemeinheit. Da, 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 dildo, da, dildo. So, jetzt kann ich hier mal durchslitschen. Und, ah, dann kommen wir hier oben rein. Okay. Gucken, was das bringt. Ey, wir müssen... Oh, oh, oh. Wow, wow. Ich würde wirklich sagen, dam, 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 ein 4 Herzteile, juhu. Aber wir fangen Neues an, gut. Aber wir haben ja immer noch schon 10 Herzen. Sieht doch gut aus. Wir müssen uns nicht für unsere Herzanzahl schämen, ne? So, können wir ja noch mehr als kleiner Stüppi machen? Ich weiß es gar nicht. Ja, auf der linken Seite kann ich auch noch was machen, das weiß ich. Aber da komme ich nicht hin, da lässt man uns mit Absicht nicht hin. Voll mies. So, einfach mehr runtergejumpt. Ah, hier können wir auch noch rein. Einfach mal gucken. Ich brauche Leute, sind das 5 Fragmente verein. Okay, war ich aber sowieso noch nicht. Hm, Schnuppe, das riecht aber lecker. Kann man hier was ausprobieren? Frag doch mal nach. Nee, lass mal. So, hier kann ich, glaube ich, hinten durch. Genau, da kann ich hier durch. Allerdings, wenn der Rauch da rauskommt, tut uns das weh. Natürlich, warum auch nicht, ne? So, hallo ihr Jungs, habt ihr was zum Verein hier? Hm, das Brot von Krümel ist das Beste in ganz Hyrule. Ja, ist auch der einzige Bäcker, den ich finde. Oh, om nom nom, gleich mal eine Scheibe abschneiden. Om nom nom nom, oh, geiles Brot, wäre jetzt lecker. Ein schönes Brot. Oh, eine Kiste, eine Kiste. Ja, manchmal stibitzt mir Brotreste. Oh mein Gott, und der singt dabei sogar noch. Bist du für ein creepy Bastard, Alter? Gut, dann nehmen wir mal die linke Tür, da kommen wir bestimmt an die Kiste ran. Und wie ist das Brot kaufen hier voll nutzlos? Habe ich eigentlich noch nie gemacht, weil da sind nur manchmal Glücksfragmente drin. Das riecht aber gut. Also, da muss man schon wirklich ziemlich viel Geld haben, wenn man das macht. Aber wir lieben Brot. Ja, ist auch der Einzige, was er zu fressen kriegt. Okay, ich brauche dringend eine Geldtasche, habe ich bemerken dürfen. Ich dachte, jetzt finde ich hier Muscheln oder so ein Kram oder ein Glücksfragment, aber das ist doof. Ich brauche eine größere Geldbase. Ja. Oh, da. Okay, danke, lass mich mal durch, danke. Okay, das war jetzt hier ein Ausflug für Lau. Naja. Für Lau ist ja auch was, ne? Immerhin. Oh, tripp mich nicht platt, tripp mich nicht platt. Ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin lieb. Schnell lauf. Oh mein Gott, die Katze macht sich bereit zum Angriff. So, gut, dann machen wir uns wieder groß. Ha, auch gefailt. Oder ist hier nur einer, der vereinen will? Also von den Großen, meine ich jetzt nicht von den kleinen Viechern. Von dem Minish, nee, die sollen... Du, alte Oma? Nö. Hier, du, Milchalkoholikerin? Nö, auch nee. Ah, die hier. Aha, guten Tag, da bist du ja wieder. Frag mir deinen, gerne, mein Kind. Micha... Oh Gott, eine Transe! Die heißt Micha und sie auch eine Frau. Das ist eine Transe, oh mein Gott! Alter Nintendo, was macht ihr ja eigentlich? Die leben hier manchmal schon in ihren Spielen so ein bisschen als Perverse aus, aber auf jeden Fall. Oh. Wir kriegen Land dazu und können dann in diese Höhle da rein. Schwein. Finde ich gut, und leider können wir nicht schwimmen, also. Bringt mir das also nicht so viel. Jetzt werde ich bestimmt Glück haben. So, willst du noch was von uns hier?
Du, alter Opa hier, nee, da hat auch keinen Bock. Du da oben, nö, wer auch nicht, der will bloß reden. Und auf reden habe ich keinen Bock. Doof, ich finde das nicht. Wo war denn das da? Oh. Also ich wüsste, wo wir zum Beispiel noch hingehen könnten. Mal einfach mal ein bisschen außerhalb gucken. Aber da sind ja auch nicht so viele Leute. Und dann will ich gerne mal zum Schloss kramen. Und ah, ihr könnt so viel machen eigentlich. Ist doch ätzend. So, laufen einfach mal zum Schloss kramen. Gucken, vielleicht ist da schon meine Rubintasche. So, hier hau mal ab hier, tschüss. Das gilt für dich auch. Einfach nur mal einen kurzen Abstecher machen, um so ein Vieh umzuschlitzen. Und wir sind schon im Innenhof von Schloss Hyrule. Voll episch. So. Hier mal mähen wir mal ein bisschen königliches Gras, ne? Königliches Gras klingt wie Deluxe-Drogen oder so. Haben wir hier? Oh, oh, oh. Eine Leiter. Alter, eine versteckte Leiter. Einfach so hier mittendrin. Oh, da ist auch eine. Oh Gott, ich will die nicht töten. Die hat Geld für mich und ich will kein Geld. Was ist denn hier unten? Hallo? Oh! Ein Typi! Und ein Herzteil. Ja, das ist doch super. Was willst du uns beibringen? Schau, ich bin Maximus, der wahrhaftigste Meister von Schwerkunst in Hyrule. Wenn du mal hier trainierst, hast du schnell Fortschritt. Ich wechsle da mal die Stimme. Aber es ist hier viel zu dunkel, so kann der nicht trainieren. Ja, okay. Wir brauchen also ein Item, wo es mal hell wird. Wir müssen also irgendwie seinen Brain beleuchten, damit er mal ein bisschen was sieht, seinen Horizont, seinen Blickhorizont erweitert. Irgendwie, wenn man dann im Dunkeln ist, dann gewöhnt man sich aber doch an, im Dunkeln zu gucken. Alter, lass mich in Ruhe. Kackschlange, piesel dich. So, ja, wusste ich doch, das ist doch hier so ein Schüttelbaum. Na, wenn wir den schütteln, dann bam, ist einfach nur offen und dann Porno. So, ihr seht schon, wir haben bloß noch zwei Plätze im Inventar frei. Geht ziemlich schnell, muss ich sagen. Da können wir noch rinslitschen und da können wir auch noch was machen. Wo geht's hier hin? Einfach so, Herz halt, dum-dum-dum. Einfach so eingesammelt. Geil. Entschuldigung. Dum-da-da. Oh, da lässt man uns nicht durch. Was bist denn du für ein Kackspaß? Und hier lässt man uns auch nicht rein. Doof. Aber wie ihr seht, wir können uns klein machen und dann vielleicht was erreichen. Mal sehen. Oh, du Spaten, Alter. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen. Lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Kackspaten. Na-na-na-na-na-na-na. Oh, aua, aua, Tor, Tor, Tor. Ja. Mann, Alter, lass mich da durch. Alter, die ist ja ätzend. Alter, Typi, hast du was für mich? Oh, der kann vereinen. Dann werde ich selten die Ehre, Besuch zu kommen. Hier gibt es zwar nicht, aber bitte ruh dich aus. Ja, okay. Oh, du willst vorbei? Na gut, ich bin ja sonst keiner, der früh vor mir. Hast ja auch sonst keinen hier. Waldminisch, du bist ein Schlossminisch, Alter. Du müsstest endlich übelst fette Kollegen haben, voll die Gangster-Chiefs und so. Ah, wieder mal ein Stängelbaum, ja. Wir machen was wieder mal aus so einem Hänger, machen wir einfach mal eine Latte. Also eine Holzlatte natürlich. Tada! Yay! Oh, sie passen perfekt. Jetzt werden wir Glück haben, ja. Ja, hoffe ich doch. Dass das immer dutet ist da unten. So, Schlange ist. I. Geh weg, du Opfer. Er lässt mich nicht. Toll. Und du? Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Muss mich erstmal größer machen, die Schlange töten. So sieht's aus. Tut mir leid. Größer! Ist egal, da müssen wir halt mal ein bisschen Geld verschwenden. Alter, du blöde Kackschlange, Mann. Watz, 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 bam, watz, 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 bam, 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 und down. 100 Rubine, das tut mir im Herzen weh und ich hab auch Herzen weh. Also ihr seht schon, im Herzen ziemlich viel verloren. Na gut. Komm, hey, wir sind doch cool. So, vielleicht kratze ich nicht ab. So, wir können jetzt hier tatsächlich durchslitschen und da oben auch noch in den Hintergrund rein. Und hier 50 mysteriöse Zaubermuscheln abgreifen. Ist doch einfach episch. So, jetzt versuche ich mal auf die andere Seite zu kommen. Dafür muss ich da rum. Ihr seht schon, das geht also wesentlich schneller mit dem Rollen. Hup, hup. So, hier durchslitschen. Ihr seht, die Blumen markieren immer, wo man durchkommt. Und auf der anderen Seite gab es ja auch so eine Blumen. Können wir uns ja einfach durchslitschen hier. Voll mies. So, ist hier was Schönes? Was zum Größer machen oder so, bla? Nö. Nix. Nada finito, nix. Nada niente und wie denn das heißt. So, hier ist auch nix. Ja, ich weiß, da hätte ich durchslitschen können. Oh, hier komme ich nicht durch. Dann muss ich es doch machen. Ich wollte doch mal unten gucken, deswegen habe ich es eben bloß gemacht. So, hier durch. Finde ich, haben sie cool markiert irgendwie. So, hier müsste ich mich größer machen, damit ich da irgendwie was aufschlitzen kann, weil das sieht so aus, als wäre da auch nochmal eine versteckte Treppe. Aber erstmal hier hochgucken und hier ist nochmal eine Kiste mit 50 mysteriösen Muscheln. Episch! So, leider kommen wir nicht die Treppe hinunter.
Das heißt, wir können da nicht reingucken, solange wir uns hier nicht irgendwo groß machen können. Doof. Na gut. Nehme ich jetzt erstmal so als Antwort hin. Irgendwann können wir es bestimmt machen. Hep, 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 hepa. Hep, hep, hepa. Hep. Komm mal hin hier. Schneller Link. Hopp, zack, zack, hepa, zep, zep, hacker. Hacker, ja, hacker. So, wir sind wieder groß. Schön. Ich muss mir da dringend was einfallen lassen. Wie komme ich an die Rubintasche ran? Ich werde noch so viel Geld verschwenden müssen. Nein, ich will nicht. Ich bin doch geldgeil. Habe ich hier noch irgendwo eine Höhle geöffnet oder so? Doch, wartet mal. Ich glaube, hier war noch irgendwo eine Höhle offen, oder? Du hast doch einen Arsch offen. Aber erstmal einen Baum zertreten. Übel geil. So. Der geht einfach mal hier oben durch. Na, hier waren wir ja schon. Lass mich in Ruhe. Auf euch hab ich keinen Bock. Ich möchte meinen, hier ist das irgendwo. Mit dem Corona drin habe ich ja schon, denke ich, hoffe ich. Hier, wir können auch mal die alten Oma und die alte Oma hier, also. Er hat es in die Comments geschrieben, eine Karo und Toffel heißen die. Rock, rock, rock'n'roll. Ja, und die will noch was fein. Yeah, danke, Baby, jetzt habe ich noch mehr Power, ja. Hat dir eine Spesse zu tun? Was, du willst, Frau Männer, yo, Rocket Baby, yo. Toffel, Karo und Toffel. Aber Kart und Offel wären doch Namen, oder? Da kannst du auch Roffel draus machen. Oh. Ja, wieder ohne Kiste bestimmt, ne? Ja, toll. Nonsenskram. Braucht doch keine Sau. So kann ich denn durch irgendwie? Nee, gibt nicht durch. Oh, da können wir buddeln. Da gehe ich mal rein. Haps. Und einmal ein bisschen im Untergrund rumbuddeln. So, ihr kennt ja, was ich im letzten Part erzählt habe, ne? Ich werde jetzt hier versuchen, überall die Wände dann frei zu schaufeln. Aus Prinzip. Aber hier... Oh, doch, da ist was. Ich hab's gefunden. Ah, nein, 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 nein. Das Vieh grabbelt mir Rubine ab. Lass mich los. Arschkeks, Alter. Oh, dafür gibt er mir ein 15 zurück. Das ist vernünftig. Und du siehst, das Ding will Fragmente mit uns vereinen. Einfach so. Und... Tsching. Das ist nur eine von vier Wänden, die wir hier finden. Ich glaube, mehr gibt's davon nicht. Und dann kriegt der Gorone Besuch. Und je mehr Gorone es werden, desto mehr am Ende werden irgendwann... Oh, das hat nicht geklappt. Allein schafft man das nicht. Und das blaue Licht unterstützt ihn und schickt ihm einen weiteren Gorone. Oh, ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Mein Freund, Leute. Hi, ich helfe dir. Hey, du bist eine große Hilfe. Ja, lass uns zu meinem Gehirn einreißen. Und jetzt... Wart, bam, 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 bam. Voll aufs Kreuz. Und Kavuns. Und... Bäm, freigebuddelt. Und wir können jetzt da eine Stufe weiter. Keine Ahnung, ist schon was bringend. Ich könnte gucken, aber ich habe Angst, dass es wieder Geld gibt. Gut, irgendwann mache ich das mal. Da gibt es jedenfalls noch wesentlich mehr von. Ich glaube, ach nee, sind es nicht sogar 6 Corona am Ende? Oder sind es nur 4? Ich weiß es echt nicht. Oder nee, oder sind 5 und eine haben wir schon da gehabt? Ach, ich habe keine Ahnung. Kann doch sein, dass es 5 Wände sind. Ich weiß es gerade nicht. Ja, danke. Dich auch voll gern. Ja, wir können doch versuchen, im Wald der Minister irgendwas zu machen. Also mir fällt jetzt nicht mehr ein, wo ich hier noch die Geldrubinenbörse herkriegen soll, weil ich will ja den großen Köcher auch haben. Das wäre schon geil, ne? Muss man sagen. Einfach nur geil. Oh, hier kann man eine Kiste eingrabbeln. Machen wir einfach mal. Oh Gott, fick dich, Spiel. Gib mir 200 Rubine. Finde ich nicht geil. Die will ich nicht haben. Hier ist zum Beispiel was offen. Gehen wir hier einfach mal rein. Hier geht's runter. Ein Händler-Deku, einfach so. Ja, hier, bitteschön. Tsching. Tut mir leid wegen der Nuss, Mann. Ich verkaufe dir auch ein... Oh, ein Glücksfragment für 100 Rubine. Ja, klar, Mann. Super. Danke für den Einkauf. Verkaufst du noch mehr? Einfach so ein Rot. Ey, hier können wir richtig Geld loswerden. Das ist eine super Idee. Einfach so. Und wieder ein grünes. Okay, die 200 behalte ich mal. Er will ein Fragment auch vereinen. Cool. Und ein grünes habe ich. Tsching. Händler-Deku. Auch ein schöner Name. Finde geil, wenn die alle Namen hätten. Wäre voll episch irgendwie. Oh Gott, wieder bestimmt so ein goldener Gegner irgendwie. Och, mein No. Ist doch scheiße, braucht doch keine Sau. Ein goldener Octorok. Kackt der denn voll schnell Stein oder was ist los? Ja, das kann sein, dass etwas Gutes passiert. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt ja jetzt Geld davon dem Ding einsammeln, aber ist mir egal eigentlich. Oh, hier können wir noch was schaufeln. Das ist eine super Sache. Hehe. Schwatz, einmal durchgebuddelt. Und ich glaube, das ist nur eine Verbindung nach da oben, oder? Da gibt's ja nochmal zu buddeln. So, natürlich wieder erstmal die Wände freimachen, ne? Raubschleime.
Watz, bam! Und tschüss, Down. Arschgeigen, Alter, so erschrecken. 50 Rubine und ein blaues Glücksfragment. Meine Fresse, wie viel von den Viechern haben wir denn mittlerweile eigentlich? Yay, episch. Viele rote, noch gute blaue, außer bei dem eckigen halt. Und grün sieht auch noch gut aus. Und grün kann ich, wie gesagt, zu jeder Zeit nachsammeln. Das ist kein Thema, aber wie komme ich da links hin? Da kann ich auch noch was machen. Hehe. Ich glaube, das ist bei der Hexe oben, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. La 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 la. Hier ist noch eine Küste, nehmen wir mit. Und ein rotes Glücksfragment, einfach so. Da haben wir ein grünes benutzt, um rotes zu kriegen. Auch fail irgendwie. La 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 la. Hier ist noch eine Kiste, noch ein rotes Glücksfragment. Alter Schawutzki. So. Ey, sag mir, wo ist das Komikini ins Mindestdorf, weil ich nicht kleben bin? Oh, da muss ich mich doch noch mal kleben umgehen, weil in Mindestdorf können wir vielleicht auch noch vereinigen. Das wäre auch eine coole Sache. Ich denke mal, das machen wir im nächsten Part und dann sollte ich auch langsam die Vorbereitung langsam mal abklingen lassen und dann mal langsam mich auf den Weg zum dritten Element machen, denn das dritte Element haben wir ja gar nicht bekommen. Wir haben ja bloß die Ocarina gekriegt, mit der müssen wir irgendwas machen. Da muss ich auch noch rausfinden, was es ist. Bis dann wieder, macht's gut, hau rein, Tschüssikowski und ciao.